Hallo und herzlich willkommen bei Ständig Verreisen. Mittlerweile ist Mitte November. An diesem Wochenende sind wir in Sachsen unterwegs. Die Grit schläft noch im Wohnmobil. Wir sind gestern noch an die Klötschtalbrücke gefahren. Das ist die größte Ziegelbrücke der Welt. Die schauen wir uns jetzt dann auch noch ein bisschen an. Und dann lasst euch überraschen, was wir ein wenig so geplant haben. An dem Platz stehen solche Bezahlsäulen. Wie ihr seht, kostet es von 8 bis 20 Uhr. Und danach, also die Nacht ist komplett kostenlos. Wer nach 20 Uhr ankommt, der muss jetzt überhaupt nichts zahlen, dass er hier schlafen kann. Ein Dixi-Klo ist auf dem Platz vorhanden. Nochmal ein Blick über den gesamten Parkplatz. Und auf den Streifen, wo wir jetzt stehen, der ist für Wohnmobile. Es gibt aber weder Strom noch Wasser. Aber man kann hier eigentlich super stehen. Hier so ein Aussichtsplateau, wo man einen wunderschönen Blick auf die Brücke hat. Dort vorne ist anschließend ein Spielplatz. Nach dem Spielplatz kommt das Festivalgelände. Von dem Parkplatz aus geht ein schöner Weg Richtung Brücke. Und den darf man gerade machen. Auf dem Weg befinden sich solche Infotafeln, wie die Brücke entstanden ist. Hier befindet sich, wenn Festival ist, die Bühne vom Festival. Rechts im Blick ist jetzt hier die Ziegelbrücke. Übrigens die weltgrößte. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Und wenn man jetzt rumschwenkt, schauen wir zurück auf den Spielplatz und auf den Parkplatz, Wohnmobilstellplatz. Was ich gerade noch gesehen habe, die Infotafeln sind in Deutsch und in Tschechisch. Also ich stehe jetzt genau vor der Brücke. Ich weiß jetzt nicht, wie es rüberkommt. Aber es ist auf jeden Fall ein imposantes Bauwerk. Genau unter der Brücke. Ein Blick durch die ganzen Stützen. Der Wanderweg, der geht hier weiter. Mal ein Blick nach oben.
laufe jetzt noch zu irgendeinem Bäcker und hol Semmeln und frühstücken und dann geht es natürlich weiter. So, hallo. Nachdem wir letzte Nacht an der Gölschtalbrücke übernachtet haben, heute früh weiter nach Chemnitz gefahren sind zum Shoppen. Chemnitz Center. Und jetzt sind wir in Annaberg auf der... Am Pöhlberg. Und das ist ein Hotel. Und das Hotel, das hat so zwei Stellplätze für Wohnmobile. Und da stehen wir jetzt drauf. Genau. Also wir hätten nicht reservieren müssen, aber wir haben jetzt trotzdem mal vorsichtshalber reserviert. Es sind nur zwei Stellplätze. Ja. Wir haben auch innen einen Tisch reserviert. Und da gehen wir jetzt dann essen. Und da kriegt er dann die Infos morgen früh. Wenn ich noch schlafe. Mal schauen. Vielleicht auch mit dir. Ja. Also bis morgen früh. Guten Morgen. Ich möchte euch jetzt mal vorstellen, wo wir die letzte Nacht verbracht haben. Hier bei Annaberg auf dem Pöhlberg. Mit einer erstklassigen Aussicht. Das Wetter ist leider schlecht. Ich will mich jetzt schicken, dass ich alles euch zeigen kann. Man kann hier klasse von Annaberg auf Pöhlberg hochwandern. Das sind so circa 3 Kilometer. Auf dem Pöhlberg hier wartet ein dann ein erstklassiges Restaurant, in dem man wirklich gut essen kann. Hier der Blick aus dem Babylon runter nach Annaberg. Der Biergarten, ein Spielplatz und im Hintergrund die Sauna. Mal ein Blick auf Pension Hotel Pöhlberg mit dem Turm. Ich muss dann mal schauen, ob ich da hoch kann. Aber das werdet ihr garantiert sehen, ob man hoch darf oder nicht. In dem Hotel befindet sich auch die Toilette mit Waschgelegenheit. Bis sowas. Und natürlich auch die Toilette. Der Eingangsbereich vom Hotel. Rechts befindet sich das WC. In der Mitte geht es in die Gaststube. Hier geht es zum Turm hoch. Ich habe gerade gesehen, es kostet 1 Euro pro Person. Kinder 50 Cent. Und hier die Rezeption. Die war aber bei uns noch nie offen. Also ich bin jetzt da auf dem Turm hoch. Der ist höher, wie man eigentlich denkt von außen. Der Turm ist komplett zu mit Fenstern. Eigentlich toll gemacht. Mit der Drohne kann ich heute leider nicht fliegen, weil das so ein Wind geht. Dann ist wahrscheinlich die Drohne weg. Hier haben wir nochmal einen schönen Blick auf Annaberg, auf den Biergarten und aufs Wohnmobil. Hier nochmal ein Blick von mir aus links von Annaberg ins Freiland. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn ich mit der Drohne fliegen hätte können, aber erstens regnet es und zweitens geht ein ganz schöner Wind. Ich glaube, das kann man sogar hören. Und dann gehen wir wieder runter. Zuerst geht eine Wendeltreppe und danach gehen ganz normale Treppen. Ich stehe jetzt gerade auf so einem Zwischenstock
Und da ist mir jetzt gerade eingefallen, ich muss euch ja noch sagen, was der Stellplatz kostet. Der kostet 18,60, 15 Euro in der Nebensaison für den Stellplatz und der Rest ist Kurtaxe. Und im Sommer kostet er 20 Euro, der Stellplatz. Nach der Stellplatzbesichtigung, oder besser gesagt Hotelpensionbesichtigung, gibt es jetzt für unser Frühstück. Und dann werden wir langsam wieder heimfahren. Ja, das Wochenende geht langsam zu Ende. Wir werden jetzt langsam dann wieder Richtung Heimat fahren. Es war ein sehr schönes, erholsames Wochenende. Obwohl das Wetter heute jetzt nicht schön ist. Aber wer Camper ist, der weiß, im Wohnmobil ist es auch schön, wenn es regnet und stürmt. Genau. Und überhaupt mit so einem Ausblick, den ihr ja teilweise gesehen habt. Aber ich glaube, in Naturreise wesentlich schöner. Aber okay, jetzt geht es dann langsam heimwärts. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen oder abonniert einfach unseren Kanal. Das ist auch immer wieder ganz nettes für uns. Also, bis demnächst. Ciao. Tschüss.